Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Banjo-Kazooie. Und jetzt nicht runterfallen, Banjo. Im letzten Part habe ich tatsächlich ein bisschen was hier geschafft in Rusty Buckets Bay und, Rusty Bucket Bay. Warum sage ich immer Rusty Buckets Bay? Ist ja die Rusty Bay, die gehört. Das macht so oder so keinen Sinn. Der rustige Eimer. Gott, ich mag die Welt hier nicht. Die ist nicht so toll. Im Vergleich zu dem, was hier steht. Steht zwar toll, aber glaubt mir, das stimmt nicht. Das ist alles eine Lüge. Aber ich war ja dabei, die Teile hier alle zu aktivieren. Und momentan sieht es gar nicht so übel aus. Also es geht momentan wieder im Vergleich zu meinen anfänglichen Schwierigkeiten. Es ist jetzt eigentlich durchaus okay. Es ist halt nur die Frage, wie lange das jetzt noch so weitergeht. Da bin ich mir ziemlich unsicher. Toll, 8. Na gut, schießen wir die mal rein. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieser komische Rotorenteil da ist. Das habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen unschön und es macht mir auch Angst. Und ich mag es nicht, wenn mir irgendwas Angst macht. Das macht mir zu viel Angst. Genau wie dieser Gang hier. Der macht mir Angst. Dieser schmale, schmale Weg. Oh, da ist der orange Jinjo. Jinjo, ich möchte dich haben. Hey, ist das schon Jinjo Nummer 4? Das heißt, mit den Jinjos komme ich gerade eigentlich ganz gut voran. So. Okay, über die Kisten kann ich jetzt dann also wieder an die andere Seite hüpfen. Bringt mich auch nur bedingt weiter. Eine Rare-Fahne. Ah, oh Gott. Gut, das ist mir auch schon egal. Jetzt gehen wir so rüber. Da sei ich eh fast verkackt. Kann ich da unten eigentlich irgendwie... Da ist ein Jiggy. Da ist ein Jiggy da unten. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich glaube, wenn ich so reinschwimmen würde, würde mir das wehtun. Soll ich es ausprobieren? Ich das jetzt ausprobieren, da einfach so reinzuschwimmen? Ach, ich bin mir so unsicher. Böse TNT-Kiste. Hi, TNT-Kiste. Müsst du dich bitte in die Luft jagen und mich in Ruhe lassen? Das wäre voll freundlich von dir. Dankeschön. Danke, TNT-Kiste. Das war danke. Einfach danke. So. Was ist denn als nächstes am besten? Will ich versuchen, da bei den Rotoren... Ich versuch's jetzt einfach. Führt kein Weg dran vorbei, ich muss es wissen. Könnte ich da... Nee, kann ich nicht. Nee, es klappt nicht. Es klappt nicht! Vielleicht sind dafür die Dampfteile da. Aber woher fahre ich denn die Reihenfolge von denen? Gibt viele Dinge, die mir hier in diesem Level noch so ein bisschen Rätsel sind. Und das gefällt mir nicht so ganz. Ich fände es schöner, wenn alles für mich ein gelöstes Rätsel wäre. Ja, wirklich. Dann könnte ich sagen, ja, ich weiß, was Sache ist. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß Bescheid. Na gut, machen wir weiter. Ich glaube, ich sollte jetzt mal als nächstes die ganzen Röhren hier abklappern. In der war ich schon drin. Die muss ich nicht mehr abklappern. Was haben wir denn da hinten noch alles, abgesehen von diesem Rauchsignalteil? Wenn ich keine Ahnung habe, wo ich die Reihenfolge erfahren soll. Warst du böse? Du warst böse! Das sehe ich dir doch gleich an. Oder bist du die böse Röhre? Du bist die böse Röhre, okay. Schon gut. Ich hinterfrag schon gar nicht mehr. Ganz vorsichtig. Immer schön vorsichtig, Banjo. Wir müssen hier Noten einsammeln. Boah, über die Hälfte. Alter, das ist zu viel. Das macht mir ein bisschen Angst gerade, dass ich über die Hälfte der Noten habe. Also Mumbo, den sollte ich eigentlich dann auch mal mitnehmen. Jetzt werde ich am Ende nicht genug Mumbos haben. Bringt das irgendwas? Ich glaube irgendwie nicht. Rein da, Banjo! Hui! Hallo, Matrose! Süßwassermatrose! Ahoi! Ey! Ey! Du bist wohl mehr eine Landratte, mein Freund! Oh Gott! Ist hier etwa der Raum? Oh Gott, Leute, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe den Raum, mit dem die Leute das Problem haben, gefunden. Oh Gott. Okay, ja, wie komme ich denn in den Rotorraum rein? Das ist hier gerade eine Frage, die ich mir stelle. Aber gut, ich habe den Schalter aktiviert. Das ist schon mal ganz gut, dass ich nicht, ohne den Schalter aktiviert zu haben, da reingerannt bin, weil sonst hätte ich wahrscheinlich instant verloren. Das hat mich jetzt auch nicht wirklich so
krass weitergebracht. Eher so bedingt. Mit bedingt meine ich nicht. Also gar nicht. Ah! Fucking Schwimmreifen! Gott, wie ich den hasse. Der Schwimmreifen ist ein richtiges Arschloch. Muss ich den Weg nochmal neu gehen? Blöder Schwimmreifen. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn sogar überhaupt nicht. Da will ich nicht rüber. Shit! Muss ich jetzt echt den ganzen Kackweg zurückgehen? Nee, ich schwimme da einfach rüber. Sehe ich ja gar nicht ein. Alter, nicht tauchen, Banjo. Wir wollen hier in dieser Gegend nicht tauchen, okay? Das ist eine böse Gegend. Hier ist alles böse und giftig und der. Da wollen wir nicht rein, glaub mir. Das wollen wir absolut nicht. So, ich stelle mir gerade... Okay, ich denke aber, diese Antriebsteile von dem Schiff, die werde ich ziemlich sicher damit lahmlegen, indem ich da das Dampfrätsel löse. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Was ich mit den Delfinen unten mache, weiß ich noch nicht. Oder ist dafür... Nee, ich glaube, dafür ist nicht das mit den Rotoren. Wie komme ich da jetzt dann überhaupt rein? Das ist jetzt übrigens meine nächste Aufgabe, ist herauszufinden, wie ich da reinkomme. Ja. Das und nichts anderes. So. Wo sind jetzt eigentlich die nächsten Teile, wo ich da runter kann? Also die nächsten Röhren. Gab es noch mehr, oder? Okay, hier. Ne, da vorne ist... Genau. Ich weiß, wo ich bin. Ich habe ein bisschen Orientierung gerade. Ein kleines bisschen. Und hier wurde ich runtergeworfen von diesem fucking Schwimmreifen. Gott, wie ich den hasse. Gib mir Leben. Danke. Blöder Schwimmreifen. Du bist böse. Au. Uncool, Mann. Absolut uncool. Okay, da war ich dann auch schon drin. Da habe ich irgendwas gemacht. Da vorne habe ich den Schalter aktiviert. Muss ich da wieder das TNT fallen lassen? Nee. Da kann ich ja woanders nämlich das TNT runterfallen ablassen. Aber gab's... Wenn ich da vorne hochkletter, gab's da irgendwas? Moment mal, was gab's, wenn ich da vorne hochgeklettert bin? Ja, tut mir leid, dass alles wieder ein bisschen verwirrend ist, aber... Ich muss alles ein bisschen abchecken. Versteht ihr? Führt kein Weg dran vorbei. Hier gab es... rote Federn und ein Monster. Okay, das ist herzallerliebst zu wissen. Alter. 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 So viele Leben auf einem Schlag. Absolut uncool. Weiß nicht, wie oft ich jetzt schon uncool gesagt habe, aber ich glaube, das kann ich in dem Fall auch gar nicht oft genug sagen. Denn es ist auch uncool. Gib mir die Leben. Danke. Boah, ich hatte vorhin so schön viele Leben. Jetzt sind die alle wieder weg. Egal, versuchen wir nochmal da hochzugehen und dann auf die andere Seite. Und dann schaue ich mal, ob da vielleicht auch noch solche Röhren sind, wo ich rein kann. Wenn nicht, dann lasse ich nochmal das TNT runterfallen. In der Hoffnung, dass da dann irgendwas passiert. Ja, da drüben, da war ich schon. Okay, da ist noch eine... Da ist noch eine Honigwabe. Das ist eine freundliche Sache, dass ich die übrig gelassen habe, damit ich die später noch mitnehmen kann. Das habe ich gut gemacht. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Das war eine nette Geste. Meinerseits. So, will ich das hier nochmal versuchen? Ich versuch's nochmal. 3 1 2 1 1. Shit. 2. Fuck! Okay, nochmal. Ich weiß, dass das, was ich hier mache, überhaupt nicht clever ist, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das herausfinden soll. Ich bin ja, glaube ich, schon kurz davor. 1 1 und... Was? Dann dreimal die 1. Wer hat sich denn den Schwachsinn ausgedacht? 3 1 2 1 1 1. Ernsthaft? Oh, ein Jiggy. Damit weiß ich aber nicht, wie ich die Rotoren da unten zum Anhalten bringen kann unterm Schiff. Ah gut, dann wäre das soweit geklärt. Ich habe keine Ahnung, wie man das herausfinden soll. Aber ich habe es jetzt so irgendwie herausgefunden. Was ganz nett ist. Ah, hier vorne war ich doch noch. Hier war ich, glaube ich, nicht drin.
War ich da drin? War ich da schon drin? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich behaupte mal, nein, hier war ich nicht drin. Was in dem Fall eine ganz coole Sache ist. Ahoi, Matrose. Ahoi. Irgendwie tun mir die Matrosen leid, die machen ja gar nichts. Sie laufen einfach nur rum und chillen ein bisschen und ich töte sie. Alle sind selber schuld, sie sind mir im Weg. Gib mir auf den Weg, ihr Matrosen. Autsch. Du dummer Bär, da musst du flennen! Wenn die heißen Platten brennen! Ja. War uncool, darauf war ich nicht vorbereitet. Du! Arsch. Am wenigsten kann ich hier wieder ein bisschen Leben farmen. Und ich mag gerade die Atmosphäre hier drin. Hier ist alles schön ruhig. Waren das jetzt alle von denen? Ich glaube ja. Okay, und im Kühlschrank sind noch jede Menge Eier und ein böses Viech in der Wand. Das ist alles wundertoll zu wissen. Ja, wundertoll. Das ist ein gutes Wort. Was ist dann auch hier drin soweit? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das TNT wieder runterfallen lassen muss irgendwie. Um weiterzukommen. Ich denke. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ganz langsam und geschmeidig, Banjo. Ganz langsam. Und stirb! Oh Gott! Kühlschrankmonster sind die schlimmsten. Hattet ihr schon mal ein Monster im Kühlschrank? Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Jedes Mal, wenn ihr was zum Essen holen wollt, kommt es raus und macht... Es tut auch ein bisschen weh, manchmal beißt es auch. Also, ist nicht empfehlenswert. Lasst euch da nichts erzählen, dass ihr wollt kein Monster. Im Kühlschrank. Unterm Bett oder so ist eine coole Sache, aber im Kühlschrank, nee. Irgendwo hört es halt echt auf. Ha, wo könnte ich jetzt eigentlich als nächstes noch überall hin? Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt im Großen und Ganzen schon relativ viel hier abgeklappert. Aber mir fehlt noch einiges. Böse Röhre, dich habe ich gesehen. Ah, mir fehlt noch einiges und ich weiß nicht wirklich, wo ich das herbekommen soll. Zum Beispiel, vor allem unter Wasser sind zwei Sachen, die mir fehlen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Egal, wir kümmern uns erst nochmal um das TNT und dann schauen wir, ob es unten jetzt vielleicht irgendwas Neues gibt. Aber das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, dass da unten irgendwas Neues ist. Oder könnte ich sonst noch hin? Jetzt hier oben noch irgendwas zu sehen. Da war ich schon. Ich war da ja schon überall. Da gibt's doch nichts mehr. Da oben war ich auch schon drauf. Zum Hexenschalter. Moment mal. Aha. Okay, so kommt man also an den Hexenschalter ran. Na gut, dann kümmere ich mich eben mal schnell um den Hexenschalter. Bevor wir uns um das TNT kümmern. Ja. Denn der Hexenschalter will auch aktiviert werden. Ohne Hexenschalter keine 100%. Darauf lege ich ja doch ein bisschen Wert. TNT. Okay. Scheint mir explosiv zu sein. Und? Oh Gott. Banjo, Banjo, wir schaffen das, wir schaffen das. Fuck. Shit. Ah, der Hexenschalter. Gibt's da nicht eine bessere Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen? Muss doch einen besseren Weg geben. Der mir nur nicht einleuchtet aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aber es muss einen besseren Weg geben. Das war jetzt natürlich auch großartig. Ja, weißt du, ich versuche es noch einmal mit dem Hexenschalter. Wenn es jetzt nicht klappt, dann versuchen wir es ein anderes Mal wieder. Hat sich immer als eine recht bewährte Methode für mich herausgestellt. Sachen so zwei, drei Mal zu versuchen, wenn es dann wirklich nicht klappt, dann später wieder kommen und es nochmal versuchen. So, und? Komm schon, komm schon, komm schon! Nee. Nee. Irgendwie fehlt da noch so der gewisse Millimeter. Irgendwie fehlt der mir dann noch so ein bisschen. Aber gut. Erstmal TNT wieder da runterfallen lassen. Weil eigentlich müsste da, wo es dann hinfällt, doch auch genau da der komische Rotorraum sein. Ich meine, direkt daneben habe ich ja diesen komischen Schalter aktiviert und das war gerade eben verfickt knapp. Das hätte nicht so knapp sein müssen. So, runter. Runter, runter, runter. Ich habe übrigens gerade auch keine Ahnung, wie lange der Part geht.
Das ist auch ein bisschen unschön. Das ist alles gerade so ein bisschen unschön hier in dem Level. Bam! Boom! Okay. Dann schauen wir doch mal da rein. Hoffen, dass da irgendwas Neues gibt, aber irgendwie habe ich da auch so meine Zweifel dran. Der Rotorschalter vielleicht auch? Nee, der hat nicht das... Oder hat er die da hinten am Schiff vielleicht ausgemacht? Und das war jetzt natürlich... Einen Flatterflug brauchen wir nicht, Banjo. Wir machen das ohne. Wie ein Mann. Wie ein richtiger Mann. Nee, hier unten gibt es doch auch nichts, außer den Eiern und... den paar Kisten. Oder? Nee. Ich sehe hier sonst hier unten... Sonst sehe ich hier unten auch nichts. Ah, wie mache ich das am besten? Glaubt ihr, dass der Rotor da hinten ausgegangen ist? Ja, nach dem Part werde ich mal kurz einen Blick in die Komplettlösung werfen. Ich meine, so hat niemand wirklich was davon beim Zuschauen, deswegen... Ich schaue in die Komplettlösung, wobei sich das... Warum rechtfertige ich mich? Da beschwert sich sowieso niemand. Ja, macht ja jetzt auch nicht so einen Unterschied. Ich meine, hier alles abzusuchen, in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken, ist ja auch... Es bringt ja niemanden als Zuschauer was. Da hat ja niemand was von. Banjo, richtig köpfen. Dankeschön. Ich möchte das jetzt nochmal versuchen. Das ist doch so schaffbar, oder? Großartig. Verlieren wir wieder ein paar Leben? Nein, dankeschön. Hexenschalter. Wie komme ich an dich ran? Geh weg, Fruchtfliege. Dich braucht hier gerade niemand. Sie wollte in die Richtung von meinem Gesicht fliegen. Fand ich ein bisschen uncool von ihr. Fand ich uncool. Ach. Oh, letzter Versuch. Letzter Versuch jetzt. Jetzt aber wirklich. Ja, letzte verdammte Versuch. Also für momentan. Ich sehe auch keinen anderen Weg, wie man da rankommen könnte. Ach. Boah, jetzt habe ich... Oh, ich hätte die Kiste nicht runterfallen lassen dürfen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Moment mal, ich... Jetzt ist zwar auch egal, ich... Nee, ich schaffe das mit dem nächsten Schalter nicht. Das kann ich jetzt noch so versuchen, das ändert nichts. Ich möchte lieber nochmal schnell zu den Rotoren hinschauen. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht, wenn ich ganz, ganz, ganz shit röre, wenn ich ganz viel Glück habe, könnte sich da was getan haben. Ich bin auf der falschen Seite, da hat sich eher nichts getan. Ach, da kann ich reinschwimmen. Okay. Das ist interessant. Aber erstmal zur Leiter und die Luft schnappen. Und dann versuche ich mal eben da reinzuschwimmen. In der Hoffnung, dass es eventuell irgendwas bringt. Banjo. Da hoch. Okay, Luft ist wieder voll. Oh, da ist noch eine Honigwabe. Die nehme ich natürlich mit, wenn die schon mal auf dem Weg ist. Da sage ich nicht nein. Ich bin da ein wahrer Honig-Gourmet, müsst ihr wissen. Okay. Zum Anker rein. Zum Anker, Banjo. Kann ich doch rein, oder? Kann ich da rein? Ich kann da rein. Shit, ich bin immer noch unter Wasser. Shit. Banjo, wir müssen raus aus dem Wasser. Das bringt uns um. Okay. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt... Ich glaube, hier bin ich absolut richtig, Leute. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Das bedeutet, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange der jetzt geht. Ich glaube, das sollten ungefähr 20 Minuten sein. Ja. Dann bis zum nächsten Part. Und ciao.